Ein jahrmillionenaltes Sedimentsgestein. In den Urmeeren abgelagert, verfestigten sich seine Schichten nach und nach. Kalk birgt Geheimnisse längst vergangener Zeit. Und er war seit jeher ein unverzichtbarer Begleiter des Menschen und seiner Kultur. Auch heute ist Kalk ein vielfältiger Helfer im Hintergrund. Meist unsichtbar und oft da, wo Sie ihn nie vermuten würden. Er garantiert unsere Lebensqualität jeden Tag. Am Elkis bei Netztal wurde eine geologische Besonderheit entdeckt. Die Kalkschichten treten hier in besonderer Reinheit und in umgekehrter Reihenfolge zutage. Ältere Schichten oben und jüngere Schichten unten. Seit Jahrzehnten ist die Kalkfabrik Netztal AG die wichtigste Anbieterin von Weißkalk in der Schweiz. Im Steinbruch am Elkis wird Kalkstein terrassenförmig abgebaut. Mit äußerster Präzision geht der Sprengmeister mit seinem Team an die Arbeit. Bis zu 25 Meter tief fressen sich die Bohrer in den Kalkstein, um darin große Mengen Sprengstoff zu versenken. Letzte Sicherheitsvorkehrungen. Dann erfolgt die Sprengung. An alle, Achtung, wir sprengen. Wieder sind Tonnen von kalkhaltigem Gestein freigelegt. Der erste Schritt auf dem langen Weg zum Endprodukt Kalk. Und der Anfang einer hochspezialisierten Weiterverarbeitung, in der Kalk in seiner unglaublichen Vielfalt nutzbar wird. In der Vorbrechanlage zertrümmert der Backenbrecher selbst große Brocken zwischen seinen Zähnen aus Stahl. Anschließend werden die Steine abgesiebt, die nicht für die eigentliche Kalkherstellung bestimmt sind. Zum Beispiel Betonkies, für dessen Herstellung das Material gewaschen und gerundet wird, bevor es in verschiedene Komponenten getrennt und in Silos gelagert werden kann. Oder Bergschotter, der mit Kalkschlamm aus der betriebseigenen Abwasserreinigungsanlage vermischt wird. Netztaler Bergschotter wird für Deckschichten von Wald- und Wanderwegen verwendet, für Geh- und Radwege oder für Parkplätze. Große, harte Brocken werden als Wursteine im Garten-, Bach- und Flussbau eingesetzt. Tiere und Pflanzen erhalten natürliche Lebensnischen, die ideale Grundlage für eine reiche Vegetation.
Die Erfahrung und das Know-how der Chalchi-Spezialisten sorgen für eine durchgängige Qualität in der Weiterverarbeitung des Rohstoffs Kalk. Nach dem Brechen und Waschen werden die Kalksteine in hohen Schachtöfen gebrannt. Bei Temperaturen über 1000 Grad Celsius entweicht dem Stein die Kohlensäure. Zurück bleibt der Brandkalk. Er wird zuerst zerkleinert und dann nach Korngrößen klassiert. Ein bedeutender Anteil des Brandkalks steht in Form von Stückkalk für die Eisen- und Stahlindustrie bereit. Stückkalk wird hier eingesetzt, um die Elemente Schwefel und Phosphor abzubinden und so die Qualität des Endprodukts Eisen oder Stahl zu verbessern. Eisen und Stahl im Dienste des Menschen und seiner Sicherheit. Ein großer Teil des Brandkalks wird nach der Grobzerkleinerung in der Walzenschüsselmühle gemahlen. Nach der Sichtung wird das Fertiggut abgetrennt. Es entstehen gemahlene Kalkprodukte mit verschiedenen Feinheiten. Weißfeinkalk ist ein wichtiger Grundstoff für die Baustoffindustrie. Gemahlener Kalk spielt im Bau von Bahnstrecken, Straßen und Wander- und Waldwegen eine wichtige Rolle. Er verfestigt Lehm- und tonhaltiges Erdreich und legt damit das Fundament für die komfortable Mobilität unserer Zeit. Durch Mahlen und Löschen entstehen schließlich die unterschiedlichen Kalksorten bis hin zum hochreinen Kalkhydrat. Der zu löschende Brandkalk wird im Brecher zerkleinert, dosiert und bringt im Anfangsteil der Löschanlage Wasser zum Kochen. Hier findet die chemische Reaktion statt. Gebrannter Kalk und Wasser verbinden sich zu Kalkhydrat. Nach dem Verlassen des Löschtrogs werden in zwei Sichtstufen und einer Hammermühle Hydratqualitäten hergestellt. Ein Labor zur Qualitätsüberwachung ermöglicht der Kalkfabrik Netztal AG, die hohen Anforderungen an das Produkt zu erfüllen und dauerhaft zu gewährleisten. Die verschiedenen pulverförmigen Produkte werden in einer vollautomatischen Absackanlage in Säcke abgefüllt, mit einem Roboter palettiert und mit einer Schutzfolie versehen. Sie schützt das Produkt gegen Feuchtigkeit. Kalkhydrat hat verschiedene nützliche Eigenschaften. Zum Beispiel bildet es einen wichtigen Bestandteil des Verputzes an einem Neubau. Oder es leistet einen wesentlichen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Kläranlagen wird Klärschlamm durch Weißfeinkalk stabilisiert, entwässert und hygienisiert. Weißfeinkalk oder Weißkalkhydrat neutralisiert saure Abwässer der Industrie. Zum Beispiel in der Oberflächenbehandlung. In der Kehrichtverbrennung entfernt Kalkhydrat während der Rauchgasreinigung Schadstoffe im Trockenverfahren.
Kalkhydrat unterstützt zudem die Aufbereitung von Grund- oder Seewasser durch die Anhebung des pH-Wertes. An unser Trinkwasser werden hohe Anforderungen gestellt. Es soll farblos sowie geruch- und geschmackfrei sein. Kalkhydrat gleicht den Säuregehalt im Boden aus und ermöglicht Schädlings- und Seuchenbekämpfung in der Landwirtschaft. Kalk hilft der Natur und damit uns allen. Kalk ist darüber hinaus mit unzähligen Produkten unseres täglichen Lebens untrennbar verbunden und begleitet im Stillen unseren Alltag. Bei der Herstellung von Zellstoff zum Beispiel hilft Weißkalk mit, die Ablauge auf den richtigen pH-Wert zu neutralisieren und somit die Qualität des Zellstoffs zu verbessern. Aus Kalk kann auch synthetische Kreide hergestellt werden. Diese Kreide wird zum Beispiel in der Papierherstellung als Füllstoff bzw. Pigment benötigt. Eine Vielzahl von Kunststoffen enthält ebenfalls erhebliche Mengen an Kreide. Dasselbe gilt für diverse Farbsorten. Oder die verschiedensten Arten von Lacken. Kreide wird außerdem als Wirk- und Hilfsstoff in pharmazeutischen Produkten eingesetzt. Für die Lederherstellung ist Kalk noch immer ein wichtiges und vielseitiges Hilfsmittel. Erst durch Zugabe von Kalk wird Sohle, Salz, vollständig von Magnesium befreit. 400.000 Tonnen Salz werden in der Schweiz pro Jahr verbraucht, in Form von Industriesalz, Auftausalz oder Speisesalz. Und wieder ist Kalk mit dabei. Kalkhydrat kann sogar die Lebensdauer von Straßenbelägen verlängern, indem es die Haftung zwischen Asphalt und Kies verbessert. Leben mit Kalk. Leben von Kalk. Die Kalkfabrik Netztal AG sorgt dafür, dass viele Schweizer Unternehmen reibungslos produzieren, veredeln und bauen können. Kalk aus Netztal ist überall begehrt. Der Elkes liefert diesen besonderen Stein noch viele Jahrzehnte. Kalk ist ein Geschenk der Natur. Ein natürlicher Rohstoff zum Schutz von Luft, Wasser und Boden. Er wird auch in Zukunft dazu beitragen, die Schönheit unserer Umwelt zu erhalten.